Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht weiter hier im Sternenhafen. Wir sind im letzten Part hier angekommen. Die Sterne haben uns einen Weg hier hoch geöffnet. Und wir kämpfen aktuell gegen feurige kleine Flammen. Auf die wir jetzt hoffentlich auch drauf hüpfen können. Hallo? Jetzt. Aber kein Erstangriff leider. Genau. Wir müssten jetzt gut Schaden machen gegen die. Ich habe einen Orden ausgerüstet. Schwindel haben wir jetzt auch. Bewegung sind fähig. Den müssen wir ab und zu mal ausprobieren. Aber theoretisch, das hier sollte jetzt funktionieren. Oh ja. Ah, der teilt sich trotzdem. Okay, das ist hart. Kannst du... Wie viel Schaden machst du mit einem normalen Panzerhieb? 5. Ja, das reicht doch lecker. Gut. Locker. Lecker gut. So, abgewehrt. Sehr schön. Und dann machen wir hier nochmal einen schönen Doppeljump drauf. Also wir machen jetzt 14 Schaden gegen solche Feuergegner. Das ist schon ziemlich nice. Und den anderen können wir dann einfach mit dem Panzer weghauen. Das gefällt mir gut. Da haben wir wieder 8 Erfahrungspunkte. Sind wir bei 97. Okay, cool. Sehr schön. So muss das sein, Leute. Da haben wir gleich unseren Level up. Und ich habe mal nachgeschaut, dann sind wir Level 21. So, was passiert? Wieder 2 Gegner. Let's go. Wir haben keinen... Doch, wir haben den Multisprung noch drin. Pass auf, ich würde mal was machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders klug ist. Wir probieren es aber mal. Paracarry. Power Doubts. Machen den hier, ne? Dann bekommen die 4 Schaden. Die teilen sich beide. Ach, jetzt teilen die sich gar nicht. Warum nicht? Okay, wenn ich sie beide angreife, teilen die sich nicht. Interessant. Wenn man sie einzeln angreift, ja. Ansonsten, nein. Wir gehen wieder auf KP, ne? Ja. Und dann wieder BP und dann wieder KP. Also immer so abwechselnd jetzt. Okay, weiter geht es. Wir müssten ja bald mal da sein im Sternhafen. Das müsste ja nur der Pfad sein. Okay, sind wir angekommen? Sieht gut aus. Guten Tag oder vielleicht guten Abend. Im Sternhafen siehst du zu jeder Zeit einen Himmel voller Sterne. Früher konnte man viel mehr Sternschnuppen sehen, doch das war, bevor der Sternenstab gestohlen wurde. Damals war die Schönheit dieses Ortes einfach unvergleichlich. No. Na, da rieselt es irgendwas runter. Schau doch mal. Wunderschön. Okay. Haben wir hier hinten irgendwas? Kann ich durchlaufen? Oh, hi. Als ich hörte, dass die Sterne entführt worden sind und der Sternstab gestohlen wurde, geriet ich völlig in Panik. Ich dachte, das ist das Ende. Das ist das Ende der Welt. Doch jetzt sind die hohen Sterne sicher zurückgekehrt. Das hat mir gezeigt, dass ich die Hoffnung niemals aufgeben darf. Genau. Hallo. Als uns die Nachricht ereilte, dass die Sterne entführt worden sind, hat das einen Freund von mir so getroffen, dass er schwer krank geworden ist. Sein strahlendes Leuchten wurde zu einem schwachen Flackern. Doch jetzt, wo die Sterne wieder da sind, wird sein Leuchten langsam wieder zu einem gesunden Schein. Du bist unser Retter, Mario. No. Schön. Unsere hochgeschätzten Sterne sind zurückgekehrt. Oh, welch glücklicher Tag. Und das alles haben wir dir zu verdanken. Ich glaube, fortan bist du für uns das, was wir für die Menschen sind, Mario. Jeder Stern steht tief in deiner Schuld. Yay, okay, wir speichern mal. Und gucken mal, was hier noch so ist. Nix, okay. Da geht's auch noch weiter. Ach, das hier ist quasi einmal heilen. Oh ja, gut, wir wurden ja gerade geheilt, da wir Level abbekommen haben. Deswegen ist das sinnlos. Dann gehen wir mal hier hoch. Ein krasser Shop. Paralysiert alle Gegner. Stellt 10 Kebab wieder her. Stellt 10 Kebab wieder her, genau. Stellt 10 KP wieder her. Oh, gut. Das hier würde ich mir vielleicht mal mitnehmen.
Einfach so als Maßnahme. Ansonsten, wir haben eigentlich aktuell ziemlich coole Items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben genau 10 Items, das ist halt schlecht. Dementsprechend... Ich glaube, ich tue das mal raus. Und ich tue das mal raus. Einfach so, weil ich das halt gerade nicht brauche. So. Okay. Dann gucken wir mal hier hoch. Wer bist du denn? Die Nachricht von der Rückkehr der Sterne hat mein Herz mit Freude erfüllt. Alles, was wir jetzt noch mir noch wünsche, ist, dass auch der Sternstab wieder zu uns zurückgebracht wird. Ach, hier ist der Sternstab drin, oder wie? Ist das nicht eigenartig, ein Stern, der einen Wunsch äußert? Oder ist es eine Lavalampe? Man weiß es nicht. Ne, der Sternstab war ja auf so einem krassen Podest, ne? Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Eine Cutscene. Genau, da war der Film. Ah ja, da sind sie ja alle. Hallo, meine Lieben. Mario, du hast es geschafft. Die Zeit ist gekommen, den Kampf gegen Bowser zu wagen. Und nun, halt still, während wir sieben unsere Kräfte fokussieren, um dich mit der Allmacht des ewigen Himmels zu erfüllen. Der Allmacht? Mario lernt Sternstrahl. Setzt du diese Kraft ein, kannst du die Macht des Sternstabs aufheben, sobald Bowser ihn einsetzt. Und noch etwas. Ich habe noch ein Geschenk für dich, das sich sicher als nützlich erweisen wird. Oh Gott, Frame-Einbrüche. Ein... Was ist das? Ah! Okay. Okay. Das habt ihr doch von Bowser geklaut, oder? Die Konstruktion. Dies ist die legendäre Sternbarke vom Sternhafen. Bowsers Festung schwebt am höchsten Punkt des Himmels. Mit dieser Barke kannst du sie erreichen. Klettere an Bord. Auf zu Bowsers Festung. Wir sind immer an deiner Seite. Wann immer du in Bedrängnis bist, ruf uns herbei. Wir werden dir helfen. Na dann rein da. Jetzt wird barkiert. Bist du startklar? Jo. Ich darf doch zurück, oder? Ich hoffe, zumindest. Dass es einen Rückweg gibt. Ansonsten sind wir jetzt im Finale, Leute. Da kann man nichts mehr rückeln. Alter. Seht, eine Sternschnuppe. Prinzessin, komm zurück. Prinzessin, komm zurück. Prinzessin, komm zurück. Hast du dir etwas gewünscht? Ich hoffe, deine Träume werden wahr. Ich auch. Ich will die Prinzessin sehen. Ich will die Prinzessin sehen. Ich will die Prinzessin sehen. Okay, sie wünschen sich alle was. Oh, ich will Pilzkuchen essen. Ich will Pilzkuchen essen. Oh, ich will Tonnen von Pilzkuchen essen. Oh, Sternschnuppe, bitte erfülle meine Wünsche. Bitte, bitte. Pilzkuchen. Er ist doch selber ein Pilz. Ist das dann... Naja, egal. Ist das ich selber? Kapitel 8. Showdown unter Sternen. Jawolski. Leute, es geht los. Das Finale wurde eingeläutet. Ja, da sind doch seine Trucks, seine Autos. Will ich die auch benutzen? Nö. Okay, wir haben auch direkt einen Save Point. Also ich bin ja der Meinung, wir werden wahrscheinlich gegen Bowser diese Aufladedinger nutzen müssen, oder? Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Vielleicht irre ich mich auch. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. So, der wusste ja irgendwie, dass wir kommen, ne?
Das heißt, der wird wahrscheinlich irgendeinen Plan ausgeheckt haben. Okay, da komme ich nicht rüber. Wie kommt man an diesen Orden? An diese Box. Brauchen hier einen Schlüssel. Da geht's weiter. Was war auf der anderen Seite jetzt? Das ist eine Mucke auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts weiter. Alles klar, wir haben erstmal nur einen Durchgang, bei dem es weitergehen könnte. Aber wir können bestimmt den Lavasee lahmlegen. Okay. Aua. So, ich habe die Vermutung, bei den beiden müssen wir eigentlich was an die Füße ziehen, oder? Kann das sein? Ich glaube, auf die kann ich nicht draufspringen. Fünf Schaden. Achso, ich hätte auch erstmal Dingens machen müssen, ne? Okay, pass auf, wir machen mal kurz den noch. Boah, nur ein Schaden? Alter Falter. Okay, was macht der? Der hat sich einen Kumpel geholt. Okay, warte mal. Strategiewechsel. Bombette. Powerbombe. Boah, hä? Warum ging das so schlecht? Das ging ja mega schlecht. Was zur Hölle? Bam. Jo, let's go. 5 Schaden. Okay, die haben 8 Leben, glaube ich. Was ist das? Oh, der lädt sich auf. Okay, warte mal. Ich scanne mal kurz. Mitglied wechseln. Gumbario. Und Scanner. Das ist ein Koopa-Patrouille. Ein Elite-Soldat, der gehört zu den hochrangigsten Wachen in Bowsers Festung. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung. Oh, der hat hohe Verteidigung, alles klar. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben überall Stacheln, spring nicht auf sie. Wenn ihre KP niedrig sind, laden sie sich für einen letzten Angriff nochmal auf. Die Angriffskraft dieser Verzweiflungsattacke liegt bei 10. Oh, außerdem rufen sie gerne mal Verstärkung. Du solltest diese Koopas nicht unterschätzen, Mario. Ich sehe schon. Aber das müsste ja eigentlich hier das Ding beenden, oder? 5 Schaden. Okay, jetzt ist die Frage, rüsten wir uns wieder um irgendwie, dass wir Verteidigung durchschlagen können? Oh, wir haben einen Schlüssel bekommen. Alles klar. Weil, wenn wir jetzt wirklich nur die als Gegner haben, die sind echt übel. Wir müssen irgendwas mit Verteidigung durchschlagen haben. Ich meine, wir haben zwar Sprünge. Genau, dieser Sprung richtet nur Schaden an. Er umgeht auch die Abwehrkraft eines Gegners. Nicht nur Schaden an. Ja, aber gleichzeitig müssten wir ja auf jemanden drauf. Schwierig. Okay, pass auf. Ich mache den Multisprung mal kurz raus. Und mache dafür... Warte mal. Tiefer Orden, so. Das mache ich auch wieder raus. Und ich werde auf jeden Fall den das Superbeben wieder reinmachen. Ja. Powerhauer. Den machen wir auch raus. Und dafür den Vermeider noch mit rein. Mach ich erstmal so. Guck mal, wie es läuft. Oh. Hey, ihr Klein. Hi. Oh. Ich kann euch nicht retten. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Ich muss mal gucken, wie die Gegner hier so ticken.
Wir müssen auf jeden Fall Verteidigung durchschlagen. Drei Verteidigung haben die, Alter. Fette Rüstung. Okay, rein da. Bin gespannt. Was passiert jetzt? Okay, guck mal, da sind sie schon wieder. Okay, Erstangriff erfolgreich. Sehr schön. Bam, zwei Schaden. Wenn ich jetzt das Superbeben mache, wird das die instant killen? Das müssen wir jetzt halt schauen. Ne. Sechs Schaden ist halt immer noch zu wenig. Aber jetzt kann ich draufspringen. Da geht die Verteidigung auf Null. Also ja, ist schon okay so, eigentlich. Weil die Verteidigung auf Null geht. Shit. Ah. Da konnte ich auch nicht viel machen. Okay, wir machen das nochmal. Das Superbeben ist gerade meine wertvollste Attacke, glaube ich. Legt halt die Gegner alle flach, ne? Das ist schon ziemlich gut. So. Und dann mache ich hier einfach... Nö, dann nehme ich Mitglied wechseln, Cooper. Jo. Und dann einfach nochmal mit dem Power Downs durch und das müsste eigentlich reichen. Genau. Okay, so können wir es auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist so ganz cool. Aber BP leiden ordentlich darunter auf jeden Fall. Zum Glück habe ich noch ein paar Tränke gekauft. Shit, ey. Die sind schon übel, die Typen. Okay, ich könnte jetzt auch einfach... Ich spare mal ein paar BP, glaube ich. Zack, 5 Schaden, ne? Und dann wechsle ich einmal zu What? Und mache einen Elektrohieb. Weil der ja die Verteidigung durchschlägt. Shit, ich hab's verkackt. Nein! Bäbä. Du. Zack, zack, zack. Tschüss! So, und ein Elektrohieb. Na. Jetzt hat's geklappt. Okay, macht er jetzt. Jetzt macht er. Nee. Ah, shit. Ba, 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 ba. Und Tschüssikowski. Nicht mit mir. Okay, weiter geht's. Hier kommt bestimmt gleich noch einer. Den Hammer. Okay, sind 4 Stück. Okay, da lohnt sich aber das Superbeben jetzt richtig. Bitteschön. So, und dann einmal Mitglied wechseln. Cooper, let's go. Bam, bam, bam. Und einmal mit dem Powerpanzer durch. Sehr gut. Ordentliche Erfahrungspunkte. Und die BP sinken. Wahnsinn. Können wir auf jeden Fall nicht die ganze Zeit so machen. Oh, neuer. Ein Hammerbruder. Auf den kann ich aber drauf hüpfen, soweit ich weiß, oder? Boah! Alter. Shit. Okay, Hammerbruder ist am Start. Den haben wir noch gar nicht gehabt, glaube ich. Mitglied wechseln, Gumbario. Auch der letzte Kampf für diese Folge, liebe Leute. Das sind die Hammerbrüder. Diese Punks hast du sicher noch in Erinnerung. 12 KP, Angriffskraft 5. Ein Verteidigung. Vorsicht vor dem Hammer. Wenn du getroffen wirst, schrumpfst du zu einem O. Wenn die Hammerbrüder in Bedrängnis geraten, werfen sie mit mehreren Hämmern nach dir. Diese Kerle sind schon seit Ewigkeiten eine Plage, also solltest du sie auf altmodische Art und Weise vermöbeln. Aber unterschätzen solltest du sie trotzdem nicht. Die haben ordentlich KP. Bringt das Superbeben was?
Okay, die fallen dann nicht auf den Rücken. Die machen aber auch richtig gut Schaden, ne? 5 Schaden und 12 KP ist schon viel. Okay, wir machen nochmal Superbeben. Ja, jetzt brauche ich keine Angriffskraft mehr. Bam, 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 bam. Okay. Aber die bringen auch nur 6 Erfahrungspunkte. Finde ich die anderen leichter, finde ich. Sind die anderen schon leichter? So, wir haben gar keine BP mehr. Heißt, wir sollten mal ein bisschen regenerieren. Gerade wenn da irgendwie jetzt so ein leichter Kampf ansteht. Willkommen, Wurm. Ich bin das Wachtor von Bowsers Festung. Meine Aufgabe ist es, verdächtige Personen am Eintreten zu hindern. Du musst Mario sein. Lass mich raten. Du willst hier durch, oder? Du möchtest in den nächsten Raum gelangen, stimmt's? Ja. Also gut, stell dich vor mich. Ja Leute, was wir da machen und wie das passiert, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Was ist los mit dir? Hast du Angst vor mir? Schnell, stell dich vor mich, wenn du hier durch willst.